Frage, ich suche Videospiele oder sowas. Nintendo sagt, habt ihr was? Also langsam wachen sie auf, die Leute. Ja, ja. Na, mal gucken, Max. Ja. Also, die haben auch eine Wii U zum Verkauf. Was soll die Wii U denn kosten? Bringen Sie erstmal raus. Genau, und da sind zwei Hüllen, da sind keine Spiele drin, aber ich habe auch lose Spiele, da könnte man die sonst reintun. Ja. Wie alt ist der oder wie? Für zwei Jahre unglaublich weiches Fell. Unglaublich weich. So schön, ne? Und ja. So ein hübsches Fell, ne? Ich freut sich immer, wenn irgendwer kommt, aber nachher musst du rein, weil dann geht die Gartenschau auf und dann ist es ja. Aber jetzt kann ich. Hast du Interesse an Cyberpunk? Heute hast du Interesse an Cyberpunk? Ja. Jetzt kann ich doch ein bisschen in die Lüse, ne? Ich würde den Preis abhängig machen von den Spielen, die du noch dazu kaufst. Ja. Ja. Aber laufen tut's eben. Ja, laufen tut's ohne Problem. Kann sogar sein, dass noch ein Spiel drin ist, aber gestern noch getestet. Sensorleiste? Ja, haben wir. Ja. Ich glaube, ich meine, der hat auch eine Sensorleiste, ne? Eigentlich ist Wii U gar nicht so schlecht, weil Wii U kann auch Wii-Spiele lesen. Die wäre auch gar nicht so schlecht. Auch schon überlegt. Die wäre für mich gar nicht so schlecht zum Testen und sowas alle, ne? Hm. Also besser Wii U als Wii, ne? Das stimmt. Und da sind nur Hüllen drin oder was ist das? Stimmt, da sind nur Hüllen. Könnte man das so da reinpacken, ne? Es kommt mit allen um die Ecke hier. Ja, kannst du ja auch verwenden, ne? Das sind die alten. Ja. Die alten Wii-Controller. Das ist im Prinzip eine abwärtskompatibel. Genau, gar kein Problem hier mit. Ne? Ja. Das war nur Wii, aber. Wii hatten mit die besten Spiele auch gehabt. Das war ja auch sein. Ah, die alten Konsolen sind besser. GameCube ist noch besser. Ja, okay, ja. Stimmt. Ja, Mario Kart Double Dash war schon der Bringer, ne? Ja. So, um die soll es gehen. Eventuell. Also da habe ich das Mario reingepackt, ne? Also die Hülle. Achso, Mario, ja, ist kein Problem. So. Da du ja das Sprichwort erfunden hast, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Machen wir dir auch was Gutes, ne? So. Na, guck dir mal. Hier, Schätzchen, willst du auch mal gucken noch? Bezüglich. Ja, der Lot läuft. Gut, Cyberpunk ist ja Cyberpunk. Neu. Cyberpunk brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt. Okay, also da wäre ich so bei, wenn du so viel mitnimmst, dann sage ich 12 Euro. Ja, die hier. Machen wir einfach ein Komplettpaket für das und das. Komplettpaket, da haben wir. Cyberpunk weiß ich, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Cyberpunk lass erstmal raus, aber okay, das ist mal. Ja komm, machen wir glatt. Machen wir glatt 90, würde ich sagen. 90 sagst du? Ja. Weil die kriegst du relativ gut weg. Ja, die Switch ist eher noch was für mich noch so, ne? Ja, komm, machen wir 85. Komm. Ja Leute, und herzlich willkommen zu meinem neunten Flohmarkt-Video auf diesem Kanal. Und ganz ehrlich Leute, ich war wieder auf dem Dorfflohmarkt, diesmal nur auf dem Dorfflohmarkt und hab da einiges gefunden. Und ich will auch gar nicht weiter schnacken, ich habe es gerade schon den ersten Fund gesehen. Wie gesagt, wir sind gerade angekommen und ja, da habe ich den Hamsi gemacht und hab dann gesagt, komm, haben Sie vielleicht noch irgendwas, weil da lagen schon ein paar Sachen. Und er sagte, er hätte noch dann eine Wii U liegen. Also ich zeige euch die Sachen mal im Kurs. Zum einen hatten wir hier einen Wii U Pro Controller, original. Da sind so leichte Lackschäden, aber im Großen und Ganzen ist hier noch im super Zustand das Ding. Dann haben wir hier das Touchpad. Ich muss es nur nochmal abstauben, aber es hat keine Kratzer, also wirklich immer gepflegt gespielt auf jeden Fall. Zu der Wii U selber, ja, was soll man machen, ne? Ihr könnt es wahrscheinlich so die Kamera sehen, da seht ihr es. Also wirklich, es ist dieses Klavierlack. Dieses Klavierlack sieht schick aus, wenn man da wirklich penibel mit ist. Aber es ist so empfindlich,
Also wirklich, man muss die nur einmal kurz irgendwo hinlegen, selbst Papier schneidet da Kratzer drauf. Also es ist wirklich empfindlich. Aber so ansonsten funktioniert alles top. Ladestation war auch noch mit dabei. Und jetzt kommen die Spiele, die ich da dazu hatte. Also die Spiele, die wir zu der Wii U hatten, sind einmal nichts Besonderes, einmal Need for Speed, Most Wanted. Dann hatten wir hier noch einmal noch ein Nein, Lego City? Nein, Scherz. Ihr habt es gerade gesehen. Er hatte Lego City ist nicht da. Ist auch nicht in der Konsole. Aber er hatte noch eine lose Mario Bros. U City gehabt. Und da haben wir dann gedacht, komm, packen wir sie da rein. Ist alles gut. Wo das Spiel auch immer abgeblieben ist, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier noch ein Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Wii U-Spiel, was ich nicht in Deutsch habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen geht das wahrscheinlich in meine Sammlung rein. Aber es ist auch gut, alles im Top-Zustand. Und dann natürlich das Minecraft für die Wii U. Auch komplett. CD, auch alles top. So, das waren jetzt die Wii U-Spiele. Dann hatten wir noch ein Wii-Spiel. Das habt ihr nicht gesehen. Einmal Mario Kart 8. Leider ohne Anleitung. Ohne Anleitung. Aber dafür in einem sehr guten Zustand. Und er hatte noch zwei Switch-Spiele gehabt, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich diese Spiele auch noch nicht hatte. Einmal das Luigi's Mansion 3. Auch alles da, alles top. Und ein schönes Minecraft für die Switch. Ja, Leute, das war jetzt mein allererster Deal auf diesem Dorfflohmarkt. Und ich denke mal, schaut es weiter an. Es sind noch ein paar Deals mehr und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, Alter, Schiss. Guten Tag. Guten Tag. Aber ich hab mir das schnell schon mal hin. Ja, perfekt eigentlich. Schon was für mich so. Das ist meine alte Spielsammlung. Ich habe auf Nummer 5 umgestiegen. Ich habe gedacht, kannst du ein paar Vierer. Das ist ja abwärtskompatibel. Aber brauchst nicht. Was anderes hast du noch? Hast du auch was von Nintendo oder sowas? Um Gottes Willen. Um ich Gott. Bin PlayStation Kind der ersten. Um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Aber wir sind dabei. Das ist ziemlich scheiße. Das ist ziemlich scheiße. Also ich hab's vom Test war es ja das Beste der Besten. Aber leider haben wir es gerade schon gekauft. Ja, gut. Ich fand es nicht so schön, muss ich sagen. Aber ich bin Ego-Shooter. Ich glaube, man erkennt das schwach, ne? Ja, Quatsch. Ja. Quatsch. So, also gerade so grob kann man es erkennen, vielleicht. So gerade eben kann man so ein bisschen erkennen, dass man so das auch Ego-Shooter spielt. Kaum. Also noch Autorennspiele, weil ich habe nicht nur Neffen, die dürfen sowas. Für die hätte ich dann ein Autorennspiel dabei. Aber ich bin eher der Jump'n'Run One Fan. Ja, okay, da ist mir schon vorbei. Das hat mein Neffe alles abgegriffen. Ja, immer diese Neffen. Ja, so ist das. Ne? Hier, ja. PlayStation 2, das ist auch sehr selten. Ich weiß nicht mehr, wie ich da mal meinen Fernseher anschließen soll. Ich habe weder ein HDMI. Ich glaube, das ist was für Sie, also ja, heißt. Ja, da habe ich ehrlich gesagt gerade schon gesehen. Siehst du, also was wolltest du haben für ein Spiel hier? 9 Euro. No. So ein PS2 schon bewegen für paar Abend. Wenn weg, dann weg. Hast du 9 Euro oder andere PS? Nee. Nee, niemals, du bist ja alle für 5 Minuten weg. Leider ist das aber nichts für mich. Ich muss doch loswerden. Das tut mir leid, aber vielleicht hat man funktioniert. Das ist ein PS3-Controller. Ja, der funktioniert, aber ist populär. Ich habe ihn seit 100 Jahren nicht mehr geladen, gebe ich zu. Dann ist wahrscheinlich der Akku kaputt, ne? Nee, der Akku ist nicht kaputt. Ja, wenn er komplett entladen ist und lange. Ah, entladen, ich habe ihn zwischendurch immer rangehängt. Okay. Ne? Kostet? Aber da möchte ich 5 für haben, weil die sind selten. Guck mal ruhig durch noch, wenn du was hast. Das ist aber schon ein harter Spieltorwart, ne? So, 6 hast du dann gesagt, oder was? Ja. Ja. Das passt schon. So, so bitte. Ja, ich bedanke mich. Ich mich auch. Fliegen kann man auch, aber fliegen bin ich ganz schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Fliegen ist Obwohl. Schwer, oder? Das Spiel ist schwer, aber es ist geil. Man hat es auch schnell durch. Also für das, was ich bezahlt habe, war es ganz schön kurz, der Spiel. Spaß. Oh. Ja. Das ist übrigens, Tomb Raider ist übrigens, die kurz sind alle noch nicht benutzt. Ja. Tomb Raider ist aber auch nicht meins. Also gut, das sind so Spiele, die kauft man halt mal. Ne? Ich habe euch alles drauf durch. Ich wollte sagen, man testet es auch einfach mal. Die ist mega geil. Aber 18 bist du, ne? Weil ich wollte sagen, ja. Du lasst, aber es kommen viele es Kinder, viele, die sowas die haben sowas wollen. Haben Was wolltest du noch ja. haben? Was wolltest du dafür noch haben? Ja, das ist ein Kombispiel 2. Wir wollen nicht übertreiben mit dem Geld. Weißt du, wenn die weg sind, sind die weg. Was morgen nicht weg ist, bringe ich montags sowieso zum zweiten Mal. Also weg, also. Weg, ja. Für die Vierer-Spiele will ich noch 5 bis 10, weil das ist halt noch recht aktuell. Wir sind evil. Mhm.
Ja, das ist für eine Frau hier. Freundin, Entschuldigung. Lebensgefährtin, Tochter, keine Ahnung. Ja. Ja, also für Tochter, das wäre schwierig. Okay. Drei Jahre und. Ja, das zwei Jahre Unterschied, ja. Oh Gottes Willen. Ja, ja. Okay. Ich sehe jünger aus, als ich bin. Gib mir für beide vier, ist das okay? Dann hast das du einen Deal gemacht. Das ist vollkommen okay. Und kannst du dir angucken, sind alle tipptopp, die haben alle keine dann, Kratzer. Dann gib mir bitte mal meinen Euro wieder und dann ein paar. Wenn du mich hier so zwingst, machen wir das schon. Ja. Ja, bitte gut aber ich denke, du wirst noch einiges ja, heute noch los. Ich habe keine Platte, ich habe einfach mal meine Sammlung aufgelöst. Ich behalte das ist auch interessant. Aber die PS3 war nicht geil. Ich habe damit immer gerne gezockt, deswegen kann man die gut umschreiben. Das sieht interessant aus. Internet und andere Sachen. Was machst du mir für die hier? Ja, das sind PS4-Spiele, will ich 15, 2017 haben. Das ist ein guter Preis, guckst du dir an, die sehen tipptopp aus, die wirst du bei keinen anderen Verkauf billiger kriegen. Du hast das Portemonnaie. Frag ihn. Was wollt ihr? Was? 17, also, aber die Wolfenstein sind beide, ne? Die sind mega geil. Du brauchst ja, auch beide, weil wenn du einen hast, willst du einen zweiten haben. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist auch eine geile Grafik. Ich hab schon länger drüber nachgedacht, die machst zu holen. Machst du 17 mit dem noch dazu? Ja, mach 20, sind wir quitt. Ist das okay? Kannst du mir mal kurz helfen? Wolltest du 20 haben? Ja, ich. Ja. Kannst du mal, aber ich hab glaube ich nicht mehr. Ja, alles gut, kein Problem. Ich helfe gerne, aber machen wir erstmal so. So. Ja Leute, irgendwie konnte ich von diesem Mann nicht genug bekommen und habe dort auch einiges gefunden. Ich zeige euch die Sachen jetzt erstmal. Also einmal habe ich hier einen richtig schicken PlayStation 3 Controller gefunden. Wirklich top, tippitoppi, in einem sehr schönen Zustand. Dann gab es dazu noch ein Resident Evil 5 in der Gold Edition. Auch sehr schick, warte mal, auch komplett mit Anleitung. Also wirklich alles top, tippitoppi. Dann haben wir hier noch ein Tomb Raider Trilogie, auch in einem Top-Zustand mit Anleitung und CD. Und dann haben wir hier noch ein 007 Bloodstone, auch in einem Top-Zustand. Und worüber ich mich natürlich persönlich richtig gefreut habe und für den Preis, Leute, das Silent Hill 3 für die PlayStation 2. Und bezahlt habe ich für diese vier Spiele und den Controller, habe ich ganze bezahlt 13 Euro. Ganz ehrlich, Leute, Top Deal und ich würde mal sagen, viel Spaß bei der nächsten Szene. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du noch ein bisschen was am PlayStation Spiele? Ja. Ist hier denn noch der Drosselweg? Das hier ist der Drosselweg. Was soll ein Spiel denn kosten? 10 Euro. Game of Thrones. Oh, hast du Interesse an dem oder nicht? Ja, wenn ich das. Ich würde mal kurz nachgucken, ob ich das habe. Ich habe doch letzte Fotografie. So, dann machen wir es anders. Und? Nee, ich hab Life is Strange 1. Und? Ich meine, du hast 2 auch. Life is Strange True Color. Nee, okay. Das hab ich nicht. Okay. 2 hab ich noch nicht. 15 für beide? Ich bin schon, für 10 Euro bin ich schon echt. 18. Ja, machen wir. Ja, jetzt haben wir noch 2 Spiele gefunden für die PS4. Was haben wir da? Ich kann euch nur ein Spiel zeigen, weil das andere Spiel hat direkt meine bessere Hälfte bekommen, weil sie hatte das Spiel noch nicht gehabt. Ihr habt es gerade im Video gesehen, das ist das Life is a Strange 2. Sie hat es noch nicht gehabt, sie hat die anderen Teile gehabt, somit ne? Happy Wife, Happy Life, müsst ihr verstehen. Ne? Und dann haben wir hier natürlich für mich das Game of Thrones für die PS4. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Beide zusammen haben wir 18 Euro bezahlt. Sie hat mir 8 Euro dafür gegeben für das Life is a Strange. Ich habe jetzt für einen 10er habe ich jetzt hier das Game of Thrones gekauft. Und das Spiel ist wirklich in einem guten Zustand und ich freue mich darüber total. Geht in meiner PlayStation 4 Sammlung und ich würde mal sagen, Leute,
Schaut euch das Video weiter an. Guten Morgen. Siedler von Katar. Mhm. Was soll es kosten? 12 Euro. Zusammen pro Spiel? Was ist das denn? Pro Spiel. Komplett ist es aber das ja, Spiel? Ja, komplett, ne? Alles komplett. Machst du 10? 22 für beide. Oder für eins? Ich wollte nur. Weil ich glaube, ich habe das Katar. Ja. Aber das würde ich für einen 10er mitnehmen. Ja, machen wir. Machen wir. Ja Leute, jetzt habe ich mal einen etwas anderen Deal gemacht. Normalerweise kaufe ich ja hauptsächlich Videospiele, aber ab und zu kaufe ich auch mal ein Brettspiel, wenn es dann günstig zu bekommen ist. Und was ich diesmal gekauft habe, ist einmal das Siedler von Catan, die Seefahrer. Also ein Erweiterungsset für Siedler von Catan. In der zweiten Edition, die erste Edition ist noch mehr wert, die ist natürlich mit Holzfiguren. Hier nicht, hier sind Kunststofffiguren drin. Aber nichtsdestotrotz, ich habe für dieses Spiel 10 Euro bezahlt. Dafür konnte ich es nicht liegen lassen. Hab's gerne mitgenommen. Und ich würde mal sagen, viel Spaß bei der nächsten Szene. Ein paar Videos hast du noch. Was soll so ein Spiel denn kosten? Meine 5. Ist mir egal. Weg damit. Ich würde jetzt nur reingucken, ob er wirklich alle CDs kann. Ich habe meinen Mann zusammengepackt, ich weiß es nicht. Oh, da sagst du was. Lieber reingucken, sonst... Ich habe es geahnt, weil ich eben Harry Potter gesehen habe. Die liegt zu Hause, ich weiß wo. Aber, warte mal. Das ist eine kleine Portion, ist die Harry Potter, hier ist 5 bis 7. 5 bis 7. Haben wir aber schon, ja, oder? Dann ist es eine andere Harry Potter, die da liegt. Ich habe nämlich eben schon eine Seite gelegt, wo keine drin ist. Achso, was für ein Spiel war das? Da ist der Rest schon verwechselt. 5 Flaschen habe ich. Achso, ja. 5 Euro oder was? Ja. Komm, das nehme ich hier noch mit. Ja, jetzt habe ich noch einen ganz kleinen Deal gemacht. Da war auch, glaube ich, schon jemand vor mir, weil ich denke mal, die Kiste war voll. Sie wollte die Spiele auch noch loswerden. Hab das Ding aber noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum, wenn da jemand vorher gewesen ist, der es liegen lassen hat. Die Rede war hier von einem Harry Potter für die Wii, also Lego Harry Potter, alle Jahre. Aber in diesem Pappschuber habe ich es noch nie gesehen. Ich habe es in diesem Pappschuber noch nie gesehen. Hab mich darüber auch sehr gefreut. Das geht auch so in meine Sammlung rein. Und wie gesagt, die Spiele tipptopp. Ihr habt es gerade schon gesehen, Glück gehabt, Glück im Unglück. Aber nichtsdestotrotz hätte ich wahrscheinlich das doch mitgenommen, in den Pappschuber. Aber die Spiele sind komplett mit Anleitung dabei. Und die Hüllen, die fühlen sich auch noch neu an, also es wurde nicht viel bespielt. Ja, dafür habe ich 5 Euro für bezahlt und das war auch ein Top-Deal und ich habe mich darüber gefreut. Und schauen wir uns die nächste Szene an. Also viel Spaß. Guten Morgen. Ja, da habt ihr auch noch ein paar Videospiele, das ist auch schön. Darauf bin ich eher hinaus. Aber... Das sind alle Spiele, die ihr habt, oder habt ihr noch mehr? Wir haben eigentlich noch mehr, also wie GTA, aber die wollen die nicht verkaufen, weil die das noch spielen. Ach so. Das sind meine. Das sind deine? Ja, da sind noch mehr drin. Aha. Hast du die aus der Packung rausgezogen? Ja. Und was sollen die kosten? Eine 5 Euro. Aber nur eine kostet hier 10 Euro, weil die ein bisschen aus Gold ist. Ich kenne mich damit nicht aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ja erst auf. Nee, ich bleib bei den Karten weg. Ich habe da keine Ahnung von. Das ist nicht mein Gebiet. Ich bleib bei Videospiele. So, was hast du noch an Spiel? Minecraft. So, wem gehört das von euch? Euch beiden, okay. Nein, wir sind Brüder. Alles klar. Das ist auch hier, da macht man so wie einen Controller rein, da kann man so. Ja. Was soll das Spiel denn kosten? Was? 5. 5. Wir machen das anders. Das ist ein bisschen mehr, das weißt du, ne? Hier für euch beide 5er.
So, ja, da waren noch ein paar Kinder im Garten zu, am Verkaufen und ich hab's gerade gesehen, ich habe da noch ein paar Pokémon-Karten angeschaut. Leute, ganz ehrlich, ich kenne mich mit Pokémon-Karten so null aus. Also das ist wirklich nicht mehr meine Welt. Das war damals, als ich 12, 11 war, da habe ich Pokémon-Karten gesammelt. Mittlerweile, ich habe gar keine Pokémon-Karten mehr und hatte auch gar keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, wenn die Karten, glaube ich, original waren, waren da schon ein paar Stücke dabei. Aber Leute, Kinder abzocken tut man nicht. Und ich habe der Mutter auch nahegelegt, diese Karten mal bitte bei eBay nachzuschauen. Natürlich weiß ich nicht, ob sie original sind oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Karten einfach nicht aus. Aber nichtsdestotrotz habe ich dieser Mutter den Rat gegeben, doch mal ein bisschen genauer nachzuschauen. Nicht, dass die Kinder ein bisschen über den Tisch gezogen werden. Aber er hatte dann noch ein Spiel gehabt. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Für die PS4 ein Minecraft. Dungeons, also Hero Edition. Ist jetzt auch nicht das teuerste Minecraft. Es ist ein gutes Spiel an sich. Er wollte dafür 5 Euro haben. Ich habe ihm 10 gegeben dafür. Ich denke, das ist auch ein Kurs für beide. Ist das vollkommen okay. Ich habe ein kleines Schnäppchen gemacht. Und er ist über die 5 Euro mehr glücklich gewesen. Also demnach Minecraft für die PS4 für 10 Euro. Und schauen wir uns die nächste Szene an. Guten Morgen. Morgen. Ihr habt alle so enge Straßen hier. Ja. Wie auf dem Dorf, ne? Wie auf dem Dorf, ja. Was habt ihr denn so schöne Sachen hier? Das ist auch cool. Ist das komplett, das Spiel? Ist das Spiel komplett? 1, 2, die Karten müssen dabei sein. 1, 2. Ja, ist ja okay. 1, 2, 3, 4. Nee, irgendwas für Nintendo, vielleicht auch ein Gameboy oder... Was ganz Altes. Auch was Altes, alles, wenn ihr was... Ab und zu hat man sowas noch irgendwo rumliegen, dass man, wo man es nicht wusste. Ja, was Altes. Das ist was Altes, ja. Ja, sollen wir gucken? Ja. Müssen wir noch irgendwas aufholen, Nicole? Nee, eigentlich nicht. Was soll das denn kosten, das Alte? Das ist aber eine gute Frage. Ich versuche gerade meinen Mann zu erreichen. Ich habe es eigentlich nicht rausgestellt. Ach, das ist so ein Controller, so eine... Das mit Bay. Das ist ein amerikanischer Film. Bud Spencer, Territory. Hier freust du dich von Hollywood. Sind auf jeden Fall keine deutschen Spiele. Die deutschen Spiele sind rund. Das ist ein eckiges. Aber ist nicht so schlimm. Gibt schlimmere Sachen, auf jeden Fall. Das ist auch ein eckiges, das sieht man mal hier an dem hier. Das freut mich nicht, das ist schon einfach uralt. Also ich hab's jetzt nur, weil ich weiß, dass es im Schrank gelegen hat. Ich weiß nicht, ob er das verkaufen möchte oder nicht, weil er es nicht rausgeräumt hat. Ich erreiche ihn aber jetzt auch nicht gerade. Ja. Seid ihr später nochmal irgendwie hier? Ich kann auch in einer Stunde oder so wiederkommen, das ist nicht das Problem. Ja, das wäre super, weil dann bis dahin hoffe ich, habe ich ihn erreicht. Na, also ich frage, ob er das loswerden möchte. Also ich würde, hat auch Interesse an das Monopoly. Eigentlich hätte ich genau an den Sachen wohl Interesse. An allen? An dem, ja. Ja. Das kenne ich noch gar nicht, das Ding. Ja, das ist ja schon ein Controller drin. Ja, das ist drin. Ja. Oh, schon ein bisschen verblichen. Ja, es ist schon ein bisschen älter. Stand in der Sonne ein bisschen, ne? Ohne nicht, wahrscheinlich so irgendwie mal im Fenster gelegen. Aber okay. Wie gesagt. Ja, Wetter ist auch gut, also kann ja nur werden, ne? Ja, das Wetter ist gut. Macht Spaß. Komplett ist es, habe ich ja geguckt. Ne? Genau. Aber wird wahrscheinlich nicht so oft gespielt, sie ist, denke nicht ich. So oft. Ja, das Monopoly, man spielt es meistens immer kurz und dann ist es meist vorbei. Ne? Und wir spielen das immer mal wieder. Aber eigentlich auch nur, weil das Jugendliche das dabei ist. Ja, ist. Ohne Geld, das ist hier mit so einem Kartenleser. Ach so, ja. Man braucht nicht mehr rechnen. Das, ja, das wäre ja was für mich. Nein, 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 nein,
Also. Zu spät, ne? Wir haben ja noch das alte, wo der. Ja, ja, genau. Das wo Geld die auch Scheine da. Ja, ja. Also, das hat mein Sohn noch gefunden. Ja, genau, das habe ich aber. Ich habe okay. keine Xbox One. Alles klar. Ne? Machen wir 8? Ja. Gut. So Leute, jetzt habt ihr gerade zwei Szenen gesehen, die zusammengehörten. Einmal von morgens und einmal von nachmittags. Ja, was habe ich da gefunden? Die Frau hatte dort ein Brettspiel gehabt, hat dann auch Videospiele gehabt. Ich habe es gerade gesehen, da war dann ein Mortal Kombat 2 Controller bei. Ich hatte das Ding noch nie gesehen. Ich hätte es unheimlich gerne in meiner Sammlung gehabt. Aber als ich dann nachher wieder gekommen bin, die Sachen gehörten ihrem Mann. Und der Mann wollte nicht verkaufen. Ich kann es auch vollkommen verstehen, Leute. Ich kann das wirklich verstehen. Nichtsdestotrotz, ich habe mich ein bisschen drüber geärgert. Aber sie hat mir trotzdem was verkauft. Und da haben wir einmal hier das Monopoly Banking Ultra. Mit 4. Für 4 Karten. Also für 4 Spieler. Habe ich mich auch drüber gefreut. Bezahlt habe ich für dieses Monopoly 8 Euro. Der Preis ist vollkommen okay für das Brettspiel. Und ich würde mal sagen, viel Spaß bei der nächsten Szene. Wollen Sie doch verkaufen jetzt? 3 Euro? Machen wir. Dann hat meine Konsole wieder eine Verpackung, das ist schön. Aber das stelle ich mir wie so ins Regal hin mit der Konsole drin. Okay. Ja. Die habe ich auch noch so. Denke ich mal. Ach hier, passt so. Super, danke. Na, das passt so. Ja, da haben wir noch einen kleineren Deal gehabt an dem Flohmarkt und die Rede ist von einer PlayStation 3, nur die Verpackung. Die gute Frau hatte dort Kassetten drin gehabt, die stand da rum und ich habe natürlich dann lieb nachgefragt, ob sie vielleicht nur den Karton verkaufen würde. Sie hat sich dann darauf eingelassen, sie hat diesen Karton dann verkauft und ja, bezahlt habe ich für diesen Karton, sie wollte 3 Euro haben, das ist... Und ja, ich hatte es nicht passend gehabt, habe dann für 4 Euro alles genommen. Ne? Mittlerweile habe ich auch meine PlayStation da drin verpackt. Also wirklich, der Karton ist wirklich in einem super Zustand. Also wirklich schick. Meine PlayStation ist mittlerweile da drin. Und habe mich darüber gefreut, also in einem Markt quasi den passenden Controller zu finden und natürlich die Verpackung zu finden. Ist natürlich wie ein Jackpot. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine spezielle Szene noch. Eine sehr lustige Szene. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und schaut es euch in Ruhe an und dann kläre ich das alles nachher auf. Also, bis gleich. Guten Tag. Ich habe keine Ahnung von da. Was wäre die Wii? Okay. Huch, der. Achso, weil ich das... Na. Ich habe auch Video, also das funktioniert. Aber ich komme aus Hannover, aber ich bin da. Aber manchmal ist echt die Sachen, wenn da steht, okay, Zufriedenheit okay, das bewahrheitet sich meistens wirklich. Ne? Vorbildlich ist, mit Folie, ne? Ja, ich muss nur sagen, wie viel Sie davon haben wollen. Was ist denn das für eine? DS. Die erste Generation, dann DS Lite. Nintendo DS, DS, ich höre nichts. DS Lite? Ja. Steht jetzt drin mit 89,20, da sind ja ein paar Spiele bei, ne? Ja, aber das steht, ob es da drin steht, das wird wahrscheinlich noch in 100 Jahren drin stehen. Ganz ehrlich, ich sehe hier so 23 Euro, also das sind jetzt verkaufte Sachen, ne? Damit 20, 19, also sind nicht ganz, also ja, wie sagt man? 20 wäre okay, dann würden wir mitnehmen. 22? Ja. Wolltest du 22? Ja. Ich bin mal nicht. Ja, jetzt kommen wir mal zu was anderem. Eine Szene, wie gesagt, meine bessere Hälfte war ja auch auf dem Markt unterwegs. Wir haben uns da getrennt, sie ist zu einem Haushalt gegangen. Dort war dann ein DS Lite zu finden. Ich zeige euch das Gerät mal eben. Ich habe es auch hier. Wirklich ohne Kratzer, also wirklich in richtig schicken Zustand. Die Frau wollte 35 Euro, meine ich, haben dafür. Das habe ich so mitgekriegt. Da habe ich mich leider ein bisschen eingemischt und habe dann gesagt, nee,
die Dinger sind nicht mehr so viel wert. Hat dann auch bei verkauften Artikel bei eBay geguckt, hat mir das gezeigt, dass diese Gameboys mehr oder weniger, diese DS Lite, ungefähr bei 25 Euro rausgehen, so 20, 25 Euro. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann auf 22 geeinigt, aufgrund des Zustandes. Ich habe nur diesen DS gesehen, Leute. Ich habe nur diesen DS gesehen und hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, hat sie einen schönen Deal gehabt, freue ich mich, dass sie jetzt auch glücklich ist. Was dann aber passiert ist, wie gesagt, da waren noch vier Spiele bei, aber diese Spiele dachte ich eher sowas wie Bibi Blocksberg, Nintendogs, also wie man es eigentlich bei so jüngere Damen eigentlich kennt. Man weiß es auf Trödelmärkten, dass meistens diese Spiele wie rar sind. Aber ich zeige euch die Spiele mal eben und dann könnt ihr verstehen, warum ich so erpicht bin hier. Nintendogs war dabei. Magic Made Fun. Also wieder diese Standardspiele eigentlich. Und dann haben wir ein Crazy Mechanics. So, aber da war noch ein Spiel mehr bei. Und das macht den Deal eigentlich zu ihrem Deal ihres Lebens, kann man sagen. Ich wusste es wirklich nicht, Leute. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und da war ein Pokémon Soul Silver bei. Ja, für 22 Euro haben wir jetzt alles bekommen. Was soll man sagen? Ich habe ein schlechtes Gewissen, so ein bisschen. Sie, demnach, hat den Top-Deal überhaupt gemacht. Man konnte gar nicht bändigen, den ganzen Tag nicht. Ich zeige euch mal eben kurz eine Szene. Wartet mal eben. Ich komme nicht mehr auf mein Leben klar, ehrlich gesagt. Ja, wie ihr jetzt gehört habt, sie konnte nicht gebändigt werden, sie ist überglücklich darüber und nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, sie spielt damit, sie ist glücklich und dann ist es in meinen Augen auch irgendwo okay, mal einen guten Deal zu machen, sie verkauft es nicht weiter oder sowas. Also demnach, ja, das war jetzt auch das Flohmarkt-Video Nummer 9 und ich muss sagen, ich habe gute Funde gemacht und auch war auch ein sehr spaßiger Tag und hat mir auch ein schlechtes Gewissen gegeben. Wäre ein sehr schöner Tag. Meine bessere Hälfte hat mich den ganzen Tag so mit aufgezogen und macht es immer noch damit. Also ich leide schon sehr darunter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann ihr auch immer dieses Video guckt. Also vielleicht bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute.